Ja, und liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Versuch, sage ich jetzt lieber erstmal. Willkommen zu einem neuen Versuch von Let's Play Tales of Illusion. Und, warte mal. Plupp und plupp. Ich hab ja hohe Nahrung, ne? Und Ei ist ja eigentlich auch hohe Nahrung. Da habe ich bald wieder was für einen Kuchen. Bald ist wieder was für einen Kuchen da. Ein Minecart habe ich noch. Und die Einzelblöcke, ne? Die hatte ich hier und. Ich. Hä? 2 und 2. Verstehe ich nicht. Gut. Stimmt, ich wollte ja noch so ein richtig. Nein, ich habe noch vieles vor, sagen wir es so. Wollte noch vieles. Oh, ich muss mal wieder. Zu viel geschlachtet. Weiter machen wir so und. Ja, da auch mal ruhig die Hälfte. Nee, davon machen wir nur noch mal so. Ach Quatsch, die packen wir ganz weg und ich trage erstmal nur die mit. Nur die Sachen mit mir rum. Ach, siehst du, die Elytrien, die darf ich ja eigentlich gar nicht dabei haben. Ich spiele ja jetzt nämlich zum ersten Mal, also. Was heißt jetzt zum ersten Mal? Stimmt nicht mehr ganz. Ich spiele jetzt zum 9. Male. auf der 1.10. Und, ja, ich habe das mit den Gleitern gar nicht gecheckelt, ne, weißt du? Mal kurz, wenn ich jetzt F mache. Hier immer Licht, ne? Habe ich immer Licht dabei. Cool. Finde ich nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Und ja. Ich höre sie laufen, aber ich bin mir echt nicht sicher, wer das ist. Ach, das ist der Gardist. Das ist der Gardist. Oh, jetzt habe ich ja was vorweggenommen. Das ist so weit sind sie in der Aufnahme, glaube ich, noch gar nicht. Warte, standen hier nicht mehr. Ach nee, die sind unten alle. Die schnappe ich mich jetzt sicherheitshalber mal. Supp. Und dann können wir theoretisch. Das war jetzt ganz schlau. Sehr schön. Das hasse ich ein bisschen, dass man den nicht einfach. Ja, mein Bild hier ist irgendwie verschoben. Dass man den nicht einfach neu machen kann. Doch was gehört? Nö. Nö. Der Gringo hat natürlich wieder keine Kohle mitgenommen. So ein schlauer Bub. Ihr müsste doch. Jawohl. Eine reicht. Eine Köhle reicht. So, dann schicke ich die nämlich schon mal da hinten. Ja. Hier kommt erstmal nichts hin. Und, hierzu noch, hat der Chris ja gesagt, so, nur ob das alles. Oh, ich verstehe. Wenn ich jetzt so hab. Ach, scheiße. Okay. Ich verstehe, aber das ist ja nice. Das ist ja nice. Ich kann jetzt automatisch mit Rechtsklick einfach hier die Fackel fallen lassen, sag ich schon. Hinsetzen. Das finde ich schick. So, ich habe wirklich Licht, ne? Ja. Ja, ich habe Licht dabei, gut. Hätte sein können, dass der Shader-Effekt hier nicht wirkt. Das wäre schade gewesen. Der Chris hat hier bemängelt, so, ob das alles so in den Arbeitsstand ist, natürlich nicht. Ne? Aber der Großteil hiervon tatsächlich. Nur bei dieser Aufgangsebene hier, also diese, wo wir gerade lang gehen. Oh, hi. Hi. Da habe ich nochmal mit kreativ nachgeholfen und ich glaube, ich habe das. Ab hier spiegelverkehrt auf der anderen Seite ein bisschen mitgezogen, um da die Fläche zu kriegen. Ja, ansonsten habe ich mir tatsächlich den Arsch wund gemacht, weil das war ja nicht schwer. Die Schlucht an sich war ja vorgegeben. Ich habe einfach nur noch geradewegs die Wände runterkloppen müssen. Das war ja auch mein Anfangsplan. Verpiss dich. Dich mag ich ja gar nicht. Dich. Dich mag ich nicht. Genau dich. So, habe ich die Wände einfach nur gerade runterkloppen müssen. Hier oben sieht man noch die Spur von der alten Schlucht so ein bisschen.
Wobei die halt nicht ganz so eng war. Die war halt, ich glaube, 2 Block breiter bis zur Kante. Und hier war sie fast an der Kante, also nur ein Block von der Kante entfernt. Ja, ne, so ist das Ganze. Und das Ding ist eigentlich echt lang gewesen, ne? Ja, bis da rüber. Ja, lange Schlucht. Und wie gesagt, habe einfach nur die Wände seitlich runtergeklöppelt, um das Ganze halt zu erweitern. Ja, und wie man sieht, das ist daraus ge. Scheiße, Baufehler. Mist! Scheiße. Habe ich das nicht gemerkt? Oh Gott, wie doof. Habe jetzt keinen Bock. Da gehe ich jetzt nicht mehr rauf. Später erst. Was ist denn da? Ah, Marco. Der Marco. Ja? Viel Gewusel inzwischen da oben. Siehst du, es kann ich schon wieder was fressen. Ja, ich sagte, danke. Geht auch immer so fix mit dem Essen. Kurz Nase kratzen. Ja. Oh, Taste verwechselt. Fast runtergesprungen. Ich meine, unten das Wasser ist nicht so schlimm, aber trotzdem nervig, da wieder hochzukommen. Ja, kommen wir zum nächsten kreativen Ergebnis. Ich hätte mir eine Lore mitnehmen sollen. Das wäre viel einfacher gewesen. Schon mal Spitzaxt ausrüsten. Ach, genau, hier war Eisen und hier war. Was war das? Marmor oder sowas, bestimmt. Finde ich hier in dem Texture Pack, also in dem Resource Pack, ein bisschen schwerer auseinanderzuhalten, muss ich sagen. Und ich bin übrigens dafür, dass die Jungs von Legion Gaming auch endlich mal Shader benutzen und vielleicht ein etwas schöneres Resource Pack, weil meins sieht halt vom Stein, finde ich, viel schöner aus. Die haben einfach nur so einen glatten grauen Stein. Finde ich nicht so schön, aber jeder, wie er es gerne hat, ne? Ah, oh, jetzt sehe ich es ja gerade. Jetzt sehe ich es gerade. Ich kann das Ding gar nicht so rum anbringen, das sieht dann shitty aus. Aber egal, wir lassen es jetzt erstmal so. Und. Meine Freunde, was ist hier passiert? Oh. Warte, das war der. Keine Ahnung, nicht geöffnet! So eine Scheiße. Verkackt. Mist. Gut. Na gut, das war jetzt verkackt, ne? So, zum nächsten. Hier habe ich tatsächlich angefangen und erstmal den oberen Raum freigekloppt. Ja, hier einmal rundherum, um die Maße zu haben. Hab dann ein bisschen runter und hab da gemerkt, wie lange es dauert. Und dann war es mir das auch zu blöd. Dann habe ich den eben ausgehöhlt. Hab mir fairerweise aber auch nicht die Rohstoffe geholt, die ich dann versemmelt habe. Hätte ich auch gar nicht wissen können, welche da drin sind. Und habe einfach nur bis auf den Boden gezogen, um einfach hier was Episches zu haben. So einen epischen Minenschacht hier. So ein fettes geht einfach mal runter. Und wie gesagt, in meinem Resource Pack sieht das Ganze viel, viel cooler aus. Wir können mal kurz das Licht wegmachen. So, jetzt ist das Ganze auch noch ein Stückchen dunkler, ja. Und das sieht wirklich viel, viel nicer aus. Hier oben hatte ich dann noch ein bisschen gepfuscht, will ich fast sagen. Nein, hier oben hatte ich einfach nur noch Glas reingemacht. Ich habe Gefärbtes versucht, weil ich dachte, das kriegt durch das Resource Pack auch noch eine Färbung, aber da habe ich mich getäuscht. Das macht hier einfach nur den normalen Lichtschein. Egal, jetzt haben wir da oben grünes Glas drin, ist auch. Was soll's, ne? Ja. Und ich glaube, eins hat der Chris noch nicht gesehen. Wir lassen die da erstmal chuckern. Es wird sonst nichts mehr. Ich finde das immer gefährlich hier. Ich habe immer ein Talent dafür, mich hier runter zu boxieren. Ich habe dich doch gehört. Und dann da reinzufallen. Ja. Und wie, ich finde es hier, ich finde es so epischer. Muss ich sagen. Ich finde es so epischer. Ist ein Screenshot wert. So. Und eins hat der Chris noch nicht entdeckt. Oh, und eine Sache noch zum Tunnel. Ich hatte den ungefähr, also auf der 118 war das ja, die wir letztens hatten. Auf der 18 habe ich den ungefähr bis hierhin war das, glaube ich, oder bis hierhin gebaut. Hatte ich den sowieso schon. Und habe den dann hier seitlich hochgehen lassen. Wir sind ja kurz unter der Oberfläche. Das war nicht viel, was da fehlte. Und habe da einen Ausgang gemacht. Der war also wesentlich kürzer und hatte halt nur so einen läppischen Ausgang oben. War zu dem Zeitpunkt halt schon spektakulär. Das war natürlich hier auch per Hand. Das war auch sehr schön. Vor allem, als man dann im Nachhinein die Fackeln abgemacht hat und dann prompt irgendwo ein Bogenschütze gespawnt ist. Es war himmlisch. Himmlisch. Auch keiner zurückgefahren, ne? Die klemmen da alle. Die klemmen alle auf einer Schiene. Ob das mal kein Problem gibt beim Server? Na egal. Genau, eins hat er übersehen. Eins hat er
Also ich habe es zumindest in der jetzigen Aufnahme noch nicht gesehen. Der hat ja jetzt erst mit dem Patrick und dem Gutzi, also dem Tom, haben sie erst eine Aufnahme gemacht. Und da haben sie es noch nicht gesehen. Tatsächlich. Ja. Meine mühevolle Arbeit. Huch, Wächter. Alles ruhig. Weitermachen. Meine mühevolle Arbeit mit einer lustigen Hintergrundgeschichte. Also ich finde sie zumindest lustig. Wir schlafen erstmal kurz. Ah, so, sehr schön. Brenn, du Bastard! Und gehen dann einmal raus. Brenne! An die frische Luft. Brenne! Ich brauche mal kurz. Ja, so. Kleiner creepiger Bastard. Hast die Telefonrechnung nicht bezahlt. Kleiner creepiger Bastard. Genau, verpinkel dich. Boah, im hohen Gras. Boah, ist das fies. Schade, dass sie den Wächter nicht so machen kann, dass der die Viecher angreift. Das wäre cool. Ist die Frage, können sie das? Wenn ja, wäre cool. Komm. Komm her. Komm. Na komm. Komm. Weg von meinem Haus. Komm her. Kuchen. Weg von meinem Haus. Komm her. Oh, mit Krümeln. Finde ich nice. Oh. Ja, sieht auch schön aus. Ups. Nicht ertrinken. Alter, ich komme an dem vorbei. Ja, übrigens, toller Gardist, ey. Toll gemacht. Super. Wozu bist du eigentlich da? Du bist es nur. Okay, geh wieder raus, verpiss dich. Komm, links rum, links rum, links. Oh, natürlich nicht. Er geht natürlich auf den Hauptweg. Was auch sonst. Gut, wir gehen von der Seeseite raus, mir ist zu blöd. Ich müsste ja noch ein Boot liegen haben. Wir nehmen das große Boot. Nein. Wir nehmen natürlich. Ich find's komisch. Die backen sich hier immer unter den Steg irgendwie. Egal. So. Wir einmal hier lang. Dann müssten wir irgendwo rechterseits dann dem Bernd sein Haus. Natürlich! Zwei von der Sorte! Natürlich! Da ist es! Wir. Nein, 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 nein. Klein, Drecksviecher. Man konnte es so leicht dadurch sehen, meine Schafspferch. Zwischen mit 10 Viechern. Bisschen zu klein geworden, die Ecke auch. Wo sind sie jetzt da? Wahnsinn. Bin zu klein geworden, die Ecke inzwischen, aber habe mich noch nicht getraut, das zu vergrößern, weil es so dunkel ist in der Ecke. Gell? Wollt ihr dadurch sehen? Nee, können wir natürlich nicht. Da ist das Gatter. Wir sehen den Zaun zumindest. Ist immerhin an. Wir sehen den Zaun, wir sehen keine Viecher. Was ist da los? Kann doch nicht sein, dass die jetzt. Nö, das wäre uncool. Ich habe die vermehrt. Ich habe die poppen lassen. Wo sind die? Ach so, kann ich von dir wahrscheinlich nicht sehen. Okay. War da noch ein Creeper? Ach, Minecraft. Ach, Minecraft. Wo können wir denn mal anlegen? Ist hier alles ruhig? Schon mal in Wegruderposition bringen. Nur mit einer Spitzhacke bewaffnet durch den dunklen Wald. Richtig gerade am Arsch mit den Nerven. Ja, da kackt mir einer ins Essen. Das sind nicht mehr 10. Auf jeden Fall sind es nicht mehr 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo sind die? Die können die aber auch. Können die hier raus? Nein, ich bin mir sicher, die können hier nicht raus. Legionen zurück!
Nein, keine Ahnung, vielleicht hat er ein Schaf. Du hast doch kein Schaf geschlachtet! Nimm mich von meiner Herde! Nein, ja, ist scheiße. Klasse. Ja, dann müssen wir auf dem Rückweg gleich mal wieder was holen. Vermehrungsorganmaterial. Ja, weil wir wissen, durch Essen vermehrt man sich. Alte Regel von Minecraft. Essen vermehrt. Rein da und weg, 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 weg. Oh, die zwei Typen da sind auch wieder weg. Sehr cool. Entweder die spawnt oder irgendwo sonst hin. Wir fahren diesmal um die Insel rum. So, oh, schnell so ein Boot, ne? Richtiges Speedboat. Hält aber auch auf der Stelle an. Das finde ich auch cool. Nicht, dass es erst noch so... Ich glaube, das war bei den Alten so. Die sind dann erst noch richtig lange weiter geglitten. Praktisch. Und kam irgendwie gar nicht mehr so wirklich zum Stillstand. Kriegst du aus meinem Boot raus? Geh aus meinem Boot raus! Du bist in meinem Boot! Come out of my ship! Please! Ja, das ist ein, irgendwie ein... Kann man zu zweit in so ein Boot? Kann man dazu? Das wäre jetzt eine Frage, die mich tatsächlich bewegt. Weil das Huhn auf einmal hinter mir saß. Oh, das war jetzt doof geplant, glaube ich. So. Weil das Huhn auf einmal hinter mir saß, kam mir doch der Gedanke, dass dann auch zwei Leute in einem Boot fahren können. Habe ich noch nie ausprobiert. So. Creepy Creep Pasta, nicht da. Okay. Ja, jetzt haben wir schon 17 Minuten rum. Und... Warum? Aus meiner... Die ist in der Kiste, praktisch. Warum? Wieso? Weshalb? Egal. Fragen über Fragen. Und keine Antworten in Sicht. Ne? Und ach so, eine Sache noch. Also, hatte ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Ne? Diese Rüstungsständer und Rüstungen, die waren alle im Creative zusammengeklaut, weil das hätte sonst ewig gedauert. Ich hab's versucht, mal eine Rüstung so zu machen. Es ist viel zu Eisen draufgegangen. Ich wollte das Eisen lieber saven für später. Ja, ich bin geizig, ich weiß. Schwein! Das Schwein gehabt, dass du mir über den Weg gelaufen bist, mein Freund. Heute gibt's Haxe. Geil. Frische Haxe. Ah, und, Herr Patrick baut fleißig, eifrig weiter. Komm mal reinlinsen. Ja, nur weil hier ein... Brauchst nicht springen. Das ist ein bisschen creepy mit der neuen, mit dem neuen automatisch laufen. Muss ich mal sagen. Nu? Nein. Solange du mir nicht in meinen Minenboden einbrichst, sind wir Freunde. Obwohl, da kann ich unten ja auch... Wir lassen uns da was einfallen. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir nicht kombiniert bauen könnten? Ja, wird schon. Wird schon alles, sieht schon mal gut aus. So eine Kaserne wird das hier, glaube ich. Schon mal schick. So, genug geschnackt erstmal. Genug geschnackt, nichts gemacht in dieser Folge. Außer einmal schön Schiff gefahren. Ich mops mir hier flux nochmal Getreide. Und plante das auch nochmal flux nach. Ja, und dann tatsächlich 3, 4, ach, reicht gerade so nicht. Und dann machen wir tatsächlich jetzt gerade mal ein kleines Folgenunterbrecherchen und ich, wenn er die gespeichert hat, nehme ich tatsächlich noch eine auf. We will see, gell? Also, eventuell bis gleich, ansonsten bis später. Tschö, tschö.